Hallo, ich bin Ia. Willkommen bei Jugend- und Kinderakademie in Online-Kurs. Bei uns kannst du Schritt für Schritt malen und zeichnen lernen, wann immer du möchtest. Ich bin momentan in Osterstimmung und habe euch deswegen nicht nur ein Bild gemalt, sondern zwei. Das erste, ein Ei mit Angry Birds Figuren, malen wir zusammen. Und das Pokémon-Ei erkläre ich euch am Ende vom Video. An Material benötigen wir einen Radiergummi, einen Bleistift, einen schwarzen Marker oder einen Kugelschreiber in Schwarz oder Blau, um unsere Figuren umzuranden, eine Lineal und natürlich die Buntstifte. Und hier sind nochmal zur Erinnerung die verschiedenen Hilfslinien, mit denen wir unsere Bilder malen. Zuerst kommen gerade Linien, liegende, stehende, eine schräge und aus stehender Linie kann man auch gebogene Linien zeichnen. Dann haben wir lachende Linien. Die können auch unterschiedlich sein. Mehr offen, zusammengezogen oder spitz. Die nächsten sind traurig oder, wie man manche Kinder es nennen, Regenbogenlinien. Aus traurige und lachende Linie ergibt sich eine wellige Linie. Wir haben noch Zwillingslinie. Das ist die Wiederholung der Linie, die wir gerade gezeichnet haben. Und außerdem gibt es Punkte in unterschiedlichen Größen. Wir nehmen ein A4-Blatt und mit Hilfe von Lineal bestimmen wir die Größe vom Ei. Wir legen das Lineal ungefähr in die Mitte vom Blatt. Von Oberrand messen wir 5 cm ab und setzen einen kleinen Strich. Unser Ei ist 19 cm hoch. Um die Breite festzulegen, legen wir unsere Lineal wieder ungefähr in die Mitte des Blattes und messen jeweils 3 cm von den Seiten ab. Nun orientiere ich mich an den Hilfslinien und zeichne zuerst seitlich bogenhafte Linien. Ein Ei ist oben schmäler. Deswegen malen wir unten eine offene lachende Linie und oben eine traurige zusammengezogene Linie. Jetzt verbinden wir alles zusammen. Und wenn das jemandem schwer fällt, können Sie zuerst eine gestrichelte Linie vorzeichnen und dann verbinden. Jetzt teile ich das Ei in zwei Hälften mit einem kleinen Strich. Danach die untere Hälfte nochmal halbieren und oben genauso. Nun zeichnen wir die vier Reihen, wo später unsere Vögel sitzen werden. Um 3D-Effekt zu erzeugen, benutze ich eine offene lachende Linie. Dabei achte ich darauf, nur leicht mit dem Stift aufzudrücken, damit man später die Linien besser wegradieren kann. Mein ersten Vogel beginne ich in der Mitte von Ei. Und der Körper vom Vogel ist etwa kleiner, damit wir noch Platz für seine Frisur haben. Körper hat Form von einem Kreis. Er muss nicht perfekt sein. Ich beginne mit dem Schnabel. Es sitzt ungefähr in der Mitte vom Kreis. Der Schnabel besteht aus einer traurigen Linie und zwei schrägen Linien, die sich in der Mitte treffen. Genau hier in der Mitte
setze ich bis Anfang nächster Reihe tropfenförmige Frisur. Was ich später schwarz ausmale, markiere ich jetzt schon mit dem Bleistift. Alle Vögel können unterschiedlich aussehen. Deswegen malt die bitte unterschiedlich breit und groß. Mein nächster Vogel zum Beispiel ist größer und oben schmäler. Hier könnt ihr den Schnabel auch von der Seite malen. Der ganze Schnabel besteht aus bogenhaften Linien. Der obere Teil wird größer als der untere. Auch dieser Schnabel sitzt in der Mitte vom Körper. Bei den Augen wäre es schön, wenn sich die Vögel untereinander ansehen. In die zweite Reihe sitzen auch drei Vögel und ich beginne mit dem mittleren. Den unteren Teil vom Körper brauchen wir nicht zu malen. Er wird von Blättern bedeckt. Den linken Vogel male ich viel größer als den mittleren. So finde ich, wird das Bild spannender. Nach dem Schnabel beginne ich mit einer kleinen stehenden Linie, von wo nach rechts und links zwei liegende Linien gehen. Aus denen machen wir Dreiecke für Augenbrauen. Dann drunter setzen wir rundförmige Augen und der Vogel schaut seinen Nachbarn an. Dritte und letzte Figur in zweiter Reihe ist ein Schwein. Für den runden Körper setzen wir zuerst eine traurige Linie und zwei bogenhafte links und rechts. Nase ist ein Oval, die Augen rot und die Pupillen schauen in unterschiedliche Richtungen. Damit die dritte Reihe nicht überlastet ist, sitzen hier nur zwei Vögel. Die vierte Reihe besteht nur aus dem Himmel und einem kleinen Vogel. Damit man die Schlöterspur sieht, malen wir auf dieser Stelle kleine Kreise. Jetzt haben wir unsere Figuren fertig und wir können anfangen, sie im Garten zu verstecken.
Hierfür zeichnen wir Blätter und Blumen. Wenn ich die Blätter male, fange ich mit der mittleren Linie an. Bevor ich nun mein Blatt fertig male, setze ich mir weitere Striche, damit ich eine Gruppe von Blättern zeichnen kann. Nun fange ich an meiner ersten Linie zwei bogenhafte Linien zu ergänzen. Die anderen Blätter zeichne ich so, dass sie immer hintereinander sitzen. Wenn ich mit einem Blatt oder Blume eine Figur überdecke, radieren wir die Stelle der Figur weg. Jetzt sind wir mit der Bleistiftzeichnung fertig. Bevor wir alles mit einem schwarzen Marker oder Kugelschreiber umranden, kontrollieren wir das Bild nochmal, sodass alle Hilfslinien abradiert sind. Wenn jemandem das Video zu schnell läuft, kann man immer wieder auf Pause drücken. Ich war fleißig und habe bereits ein umgerandetes Bild vorbereitet. Dabei habe ich alle Bleistiftspuren wegradiert. Jetzt beginnt der schönste Teil. Wir malen unser Bild aus. Den ersten Vogel möchte ich rosa malen. Bitte drückt mit dem Farbstift nicht zu fest auf. So können wir noch einen Schatten mit einer zweiten dunklen Farbe drüberlegen. Achtet bitte darauf, dass alle Schatten auf derselben Seite sind. Bei mir sind sie links. Ab jetzt könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen und die Vögel mit eurer Lieblingsfarbe ausmalen. Für die Blätter benutzen wir zwei Farben, ein helles und ein dunkles Grün. Das dunkle Grün wird unser Schatten. Es muss nicht auf jedem Blatt ein Schatten zu sehen sein. Je näher wir zum Himmel kommen, desto weniger Schatten bekommen unsere Blätter. Für den Himmel benutze ich eine helle Blau.
Das ist ganz wichtig, weil man immer dunkler werden kann, aber dunkle Farbe nicht mehr aufhellen kann. Den Himmel malen wir wie Wasser mit kleinen liegenden Linien. Damit können wir unsere Striche besser kontrollieren. Das ist unser fertiges Bild. Ich finde, es ist sehr schön geworden. Und wenn ihr noch ein Pokémon-Bild malen möchtet, empfehle ich euch, mit diesem Übungsblatt anzufangen. Bei Angry Birds waren alle Figuren ziemlich ähnlich. Bei Pokémon sind alle Figuren unterschiedlich. Ihr könnt das Blatt ausdrucken oder Bildschirm anhalten und abzeichnen. Aufbau vom Bild funktioniert genauso wie bei Angry Birds. Wir zeichnen zuerst unser Ei mit gleichen Abmessungen. Danach teilen wir das Ei in Reihen. Hier beginnen wir auch von der Mitte. In jeder Reihe setzen wir unsere Figur. Das sind unsere fertigen Ergebnisse. Ich finde, es ist super schön. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu malen. Jetzt kann die Osterzeit beginnen. Bis zum nächsten Mal.